In den vergangenen 10 Jahren war die Mehrheit der Absolventen einschlägiger Studiengänge weiblich. Frauen stellen heute 60% der Absolventen aus den Wirtschafts- und Rechtswissenschaften. Doch trotz aller schönen Worte zum Thema Gleichstellung am Arbeitsplatz und im Management beträgt der Anteil von Frauen in den höchsten Entscheidungsgremien der großen börsennotierten Unternehmen in Europa nur 14%. Die Situation in den verschiedenen Mitgliedstaaten ist sehr unterschiedlich. Dennoch müssen wir in der gesamten EU die gleichberechtigte Vertretung von Frauen gewährleisten. Die Selbstverpflichtung von Unternehmen hat keine Ergebnisse erzielt. Verbindliche Quoten für Frauen in Vorständen haben sich hingegen als erfolgreich erwiesen. So haben Unternehmen in Ländern wie Norwegen und Finnland bereits einen Frauenanteil von 40% in ihren Aufsichtsräten. Es ist ein Mythos, dass die aktuelle Personalpolitik einzig die Qualität der Bewerber berücksichtigt und verbindliche Quoten dies untergraben würden. Verbindliche Quoten würden vielmehr den Unternehmen einen Anreiz geben, auf neuen Wegen nach neuen Talenten zu suchen und eine qualitätsorientierte Einstellungspolitik zu betreiben. Es ist auch wirtschaftlich sinnvoll, Unternehmen mit gemischten Aufsichtsräten zu haben. Untersuchungen haben gezeigt, dass Unternehmen mit einer überdurchschnittlichen Anzahl weiblicher Entscheidungsträgerinnen insgesamt bessere Ergebnisse erzielen. Die Gleichstellung von Männern und Frauen ist ein Grundrecht und ein erklärtes Ziel der EU. Die Grünen glauben, dass diese Chancengleichheit auf allen Ebenen gelten sollte. Wir wollen, dass Führungspositionen jeweils zur Hälfte mit Männern und Frauen besetzt sind. Verbindliche Quoten können einen ersten Impuls setzen. Die Europäische Union braucht Gesetze, die eine Mindestvertretung von Frauen in Aufsichtsräten großer Unternehmen gewährleisten. Eine verbindliche Quote von 40% wäre ein Schritt in die richtige Richtung. Unterstützen und helfen Sie uns, Frauen in die Vorstände zu holen. www.get-women-on-board.eu